Hi Leute, ihr habt schon den Titel gelesen. Es gibt nun ein Kontaktverbot für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Wer sich nicht dran hält, riskiert ein hohes Bußgeld oder strafrechtliche Verfolgung. Konkret heißt das, man darf nur noch alleine rausgehen. Wer diese Regelung nicht befolgt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Und auch eine strafrechtliche Verfolgung, falls man weiß, dass man mit Corona infiziert ist und dennoch rausgeht. Das wäre nämlich Körperverletzung. Darauf stehen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel darf man mit allen Familienangehörigen, mit denen man zusammen unter einem Dach wohnt, rausgehen. Oder mit Nicht-Familienangehörigen darf eine Person dazu mit ihr rausgehen. Das heißt, dann darf man nur zu zweit raus. So Angela Merkel in ihrer Pressekonferenz. Dazu sind Beerdigungen komplett ausgenommen, die dürfen weiterhin stattfinden. Dazu will man nun bundesweit alle Restaurants wie Geschäfte, die für die Körperpflege, wie zum Beispiel Friseure oder Kosmetikgeschäfte zuständig sind, schließen. An alle unsolidarischen und egoistischen Menschen, die sich bis jetzt noch nicht an die Regeln halten konnten, irgendwelche Corona-Partys veranstaltet haben, irgendwie ältere Menschen aus Spaß, warum auch immer man sowas machen muss, angehustet haben oder einfach in Gruppen trotzdem rausgegangen sind. Ihr seid schuld an dem Kontaktverbot. Das zwar gut ist, aber trotzdem eigentlich hätte verhindert werden können, wenn sich Leute an Regeln halten. Aber wenn ihr jetzt trotzdem weitermacht, dann habt ihr es mehr als verdient, 25.000 Euro oder mehr zu zahlen. Und falls ihr wisst, dass ihr Corona habt und trotzdem rausgeht, dann hoffe ich einfach, dass ihr verurteilt werdet für Körperverletzung, weil sowas ist unmenschlich und einfach nur ekelhaft und beschreibt euren Charakter zu gut.